Hallo Rühr, meine lieben Freunde. Was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich hänge hier fest. Was? Okay. Zu einer neuen Folge. Nicht ich hänge hier fest, sondern... Sniper Elite 4. Der eine Beutschild da draußen. Oh, die kommen mit dem Panzer angerückt. Oh, bitte was? Das finde ich nicht okay. Ich muss ja weiter da rein, alles klar. Hier ist irgendwo einer. Der ist auf der anderen Seite, okay. Oh, Muni. Nice. Eine Seite. Nochmal ein paar Verbände. Verbände sind auch immer gut, ey. Brauche ich auch. Komme ich denn jetzt nochmal ins Lagerhaus rein? Ist ich hier rum noch einmal? Ja, ne? Panzer. Wir gehen kein Risiko ein. Als ob jetzt eine Quest ist, dass ich den Panzer zerstören muss. Muss das sein? Muss das sein? Okay, ich muss irgendwie hier hoch. So. Und ich schätze, ich muss dann noch weiter hoch. Deswegen gehe ich hier nochmal weiter hoch. Geh mal hier rein. Okay, die sind alle unten. Ja, die sind alle unter mir. Ich muss das Lagerhaus wieder durchsuchen. Das heißt, ich muss wahrscheinlich irgendwo wieder ein Safe finden. Oder so. Das ist unter mir. Och, ist das denn Ernte? Okay, hier unter mir. Das ist schon mal... Okay, da. Alles klar. Hier ist auch kein Feind drin. Scheint so. Das ist gut. Das ist sehr gut. Hier gibt's nichts mehr zu finden. Ja. Chillen wir uns hier mal weiter. Was liegt da unten? Hallo, ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Ah, doch nicht. Oh, schön. Ganz viel Muni und Sachen und... Oh, schön. Nein, er sieht mich nicht. Okay, wir haben das Lagerhaus durchsucht. Alles klar. Hier ist noch ein bisschen Zeug. Einfach rüberlaufen. Okay. So, die nächste Quest wäre dann... Oh, den Panzer zerstören. Ah, leck mich, ey. Lalalala. Das war knapp. Heilige Kacke. Das war dumm. Da ist der Panzer. Oh, er stand gerade so schön. Muss zum Panzer. Wurde ich gerade überrollt? Weil ich zu nah am Panzer war. Ah! Ja, jetzt kann ich den noch... Er steht doch hier, ne? Genau. Okay. Ich muss wahrscheinlich in die Vorderseite des Panzers. Oder? Ein bisschen unlucky. Meine Situation hier.
LOL! Au! Okay, der ist tot. Wo sind denn noch die anderen? Sind die weg? Da oben oder wie? Ich kann hier nichts ranmachen, um den Panzer zu zerstören. Oh! Oh nee, leck mich, ey. Der Panzer ist ja nur ein neues Ziel, ne? Oh Gott! Nee, mit dem Panzer mache ich nicht. Ich habe keinen Ort, an dem ich irgendwas platzieren kann oder so. Und ich meine, mit Granaten oder sowas kriege ich den Panzer safe nicht tot. Ja, safe nicht down. Das sind nur Granaten gegen den Panzer, als ob. Schaffe ich doch nie. Du sagst es! Nein! Oh nee! Nee! Nee, 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 nee. Ihr wisst gar nicht, wo ich bin. In dem Haus war noch einer. Irgendwo. Da ist noch ein Panzer, den ich zerstören könnte. Okay. Der einfachste Weg hierhin ist echt hier lang. Digga, stirb doch einfach. Sind doch Safe Headshots! Oh, das waren Safe Headshots! Meine Güte! Ich brauche dringend mehr Pistol-Muni wieder. Das ist alles. Aber egal erstmal. Ich schleiche mich jetzt einfach sneaky an den Leuten vorbei, ohne irgendwie wen umbringen zu wollen oder so. Einfach nur irgendwie ein bisschen sneaky an den vorbei. Da läuft noch einer weg. Sehr gut. Spielen wir aber auch gerade ganz gut in die Karten eigentlich. Schnell da drin. Was hat er gesagt? Wo sind die Leute? Ach, dahinter ist einer. Oh, Das ist gerade ein bisschen unlucky.
Nee, 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 nee. What? Geh weg! Aufs Boot! Aufs Boot! Aufs Boot! Und hier lang! Wieder runter vom Boot! Okay. Okay, jetzt wissen sie nicht mehr, wo ich bin. Ich will die ganze Sache jetzt erstmal ein bisschen beruhigt haben. Damit ich hier jetzt erstmal ins Lagerhaus gehen kann. Oh nein. Und weg, und weg, und weg. Shit, da fehlt noch mehr. Oh Mann. Fehlt noch mehr. Ach so, das ist nur, um hier reinzukommen. Nee, 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 nee. Das war doch auf dem Kopf! Der war doch auf dem Kopf, aber der Schuss hat nicht gezählt. Also die haben den Schuss nicht zählen lassen. Oh, wie unfair ist das denn? Okay. Mano. Ist nicht cool. Bin hier nicht okay. Okay. Hier hätte ich auch ganz normal reingekonnt. Okay. Ist ja dumm. Ah, hier. Okay. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen was einsammeln. MP-Munition voll. Ja, ich brauche auch Pistol-Munition. Volltreffer. Irgendeine Art Lenksystem. Oh, da ist Muni. Da ist Muni. Ganz viel Muni. Keine Pistol-Muni? Leute, ihr wollt mich verarschen. Warum habt ihr denn in eurer Kack-Einrichtung hier keine Pistol-Muni oder so? Warum? So, was muss ich jetzt machen? Jetzt muss ich noch hier. Ja, gut, die Waffen. Dann würde ich sagen, ruft zu den Waffen, ne? Der musste sein, Leute. Wo ist da? Oh, hier ist wer. Oh, lol. Von hinter mir. Was? Wo kommt die denn her? Ich kling wieder so männlich. Momentan ist nur er da hinten. Okay, dann kann ich schnell hier vorbeisprinten. Mich nicht gesehen. Alles klar. Sehr gut. Sehr gut. So wollte ich das. Okay, sie haben aufgehört, mich zu suchen. Okay. Und hier lang. Ich hab doch... Ach, mein Ziel ist nicht mehr markiert. Da hinten, alles klar. Hier unten am Hafen lang gehen. Okay, ganz vorsichtig, Leute. Die Mission schaffen wir heute aber noch. Schätze ich jetzt mal.
Müssen wir eigentlich. Also die komplette Mission dürften wir heute eigentlich fertig kriegen. Okay. Und ihn juckt es einfach nicht. Wir sind noch mehrere, alles klar. Ja, das kann nicht sein, ey. Wirklich? Okay. Gut, das waren beide. Hä? Und jetzt? Ah, okay, wir schaffen diese Mission doch nicht mehr. Also jetzt noch mal, als ob jetzt nochmal hier und hier nochmal was ist. Auf der ganz anderen Seite so. Okay. Ach Mensch, ey. Sowas stört mich ja bei Spielen, ne? Wenn man nochmal extra 5 Kilometer woanders hinlaufen muss, auf, von dem Punkt, von dem man gerade kommt, weil sich da noch was aufgetan hat, so, sag ich mal. Das ist so dumm. Ah, sowas mag ich nicht bei Spielen. Immer hin und her rennen, also immer viel hin und her rennen. Deswegen mache ich bei deswegen spiele ich viele Spiele auch nicht 100%. Weil man halt einfach so viel noch Backtracking und so machen muss. Also du musst an verschiedene Orte oder so nochmal zurück. Das erst, nachdem du irgendwie die letzte Mission im Spiel oder so gemacht hast. Was halt übel... Oh. Übel aufregt, übel nervt. Finde ich zumindest persönlich. Es gibt ganz viele Leute, denen das gefällt. Und das finde ich auch sehr schön für die Leute dann. Aber mir persönlich... gefällt das nicht so. Wenn man jetzt zum Beispiel später in der... Wenn man jetzt eine Mission hat. Okay. Wo rennst du jetzt hin? Kannst du mal zurückkommen? Junge, was machst du denn hier eigentlich? Wenn man eine Mission hat und man kann jetzt gerade was noch nicht öffnen oder so, weil man einen bestimmten Move oder so bei einem Spiel noch nicht hat oder weiß ich nicht, man muss, die Mission besteht daraus, du musst dann den einen Ort, um da einen Hebel zu aktivieren, damit sich da der Weg zum Ausgang öffnet oder so, keine Ahnung, dann ist es wieder was anderes. Aber so bei Spielen wie jetzt hier auch Sniper Elite, muss ich leider zugeben, tut mir leid. Aber das, ist halt so. Nein, ich habe den Benzinkanister zu spät gesehen. Ihr seht, ich gehe gerade ein bisschen zu lustlos mit der ganzen Situation um. Weil wir halt jetzt schon seit, ich sag jetzt mal, Ewigkeiten für bei einer, in einer Mission hängen, die halt eigentlich mega easy ist. So. Nur das Ding ist, wir müssen jetzt halt nochmal den ganzen Weg zurücklaufen. Weil das Spiel sich denkt, ja komm, wir können die Mission noch mal ein bisschen verlängern, so unnötig. Das ist halt ätzend. Und dann müssen wir jetzt nur zu diesem einen Punkt. Dann ist es wieder vielleicht noch mal was anderes. Aber das hätte, ja, weiß nicht. Ja, wie es aussieht, mussten wir nur zu diesem einen einzigen Punkt noch mal hin. Und nicht zu beiden, es waren nur beide Möglichkeiten. Okay, dann ist es weniger schlimm. Aber ich persönlich finde trotzdem noch, es ist... Das war gerade in die Länge gezogen. Weiß nicht. Diese letzte Sache war in die Länge gezogen, dieser Mission, finde ich. Also, ja, doch. Bisschen. Man hätte das auch irgendwie anders regeln können. Das ist ein bisschen doof. Also die anderen Missionen waren... ja, besser. Ich fand die Mission kacke. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich bin da am Anfang ein bisschen stealth-mäßiger durchgegangen... Aber dadurch, dass die Map halt so riesig ist und du so verschiedene, also so viele verschiedene Ziele verfolgst oder hast halt, weil wenn ich schon welche hab, dann will ich sie natürlich machen, ne?
Dann was, also habe ich persönlich irgendwann keine Lust mehr, da so ganz langsam und unauffällig lang zu rennen. So, das ist nicht der Sinn, ich weiß. Und es ist auch ein bisschen, ja. Ich finde es auch ätzend dann, dass so viele Gegner kommen, aber das ist im Prinzip meine eigene Schultern, weil ich renne ja nicht so stealth-mäßig dadurch. Aber gut, Leute, im nächsten Part werden wir dann die Mission Kloster Abrunza in Anspruch, in Anspruch, in Angriff nehmen. Und wie viele Missionen hat dieses Spiel denn eigentlich? Das würde ich gerne mal wissen. Weil ich muss leider zugeben, Leute, es tut mir leid, ich muss aber leider zugeben, dass mich jetzt nach diesen paar Missionen dieses Spiel nicht mehr so hart reizt. Gerade. Ich guck mal, vielleicht werde ich die nächste Mission noch machen, vielleicht aber auch nicht. Und ansonsten könnt ihr euch auf ein neues Let's Play-Projekt freuen. An der Stelle erstmal, wir sehen uns bei das nächste Part oder Let's Play-Projekt wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Und haut rein.